Servus Freunde, was geht? Mein Name ist Cheyenne Garcia und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin wieder in Berlin, ja, kam frisch mit dem Flieger hierher und habe gemeint, ich mache mal jetzt wieder ein Straßeninterview und wir haben bestimmt wieder viele coole Leute. Bleibt dran und viel Spaß mit dem Video bis zum Ende. Eba. Wie heißt du? Ich bin Adnan. Adnan? Ja. Und du? Luay. Wie? Luay. 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 Okay, komm mal ein bisschen her, dass die Kamera dich auch sieht. Okay, so, vielleicht wollen ja ein paar Frauen dich kennenlernen. Die können machen, kein Problem. Ich habe auch so viel. Ja? Bist du ein Playboy? Kannst du sagen, auch Fuckboy? Du bist ein Fuckboy? Du kannst auch so sagen. So, wie heißt du? Pelin. Pelin? Ja. Und du? Katharina. Katharina. Und wie alt seid ihr? 15. Wie, du bist 15? Ja. Yeah. Hi, wer bist du denn? Filmst du mich gerade? Okay, gut. Hey, ist das Ali? Ey, das ist Ali Boumaé. Ey, wir gehen mal zu denen hin. Ey, bist du nicht Ali Boumaé? Ja. Was geht? Nix, bei dir. Ich kenn dich. Nein, du kennst mich nicht. Doch. Du kannst mich nicht kennen, ich bin zu unbekannt für sowas. Ich kenn dich doch, ich hab schon mal gesehen, YouTube machst du, ne? Ja, genau. Hast du eine Freundin? Ja. Ja, bist du eifersüchtig? Ja. Wer heißt du nochmal? Luay. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Nein. Und du? Single. Single, für, schon immer gewesen? Nein, ich hatte schon einen Freund. Ja, warst du eifersüchtig? Ja, sehr. Was heißt sehr? Krass einfach, sehr krass. Was durfte er? Nix. Wie nix? Nix einfach. Ich weiß nicht, so wenn ich mit ihm draußen bin, er darf keine Weiber angucken und alles mögliche. Oder? Einfach Ali, wie geil. Ey, Ali, jetzt mal eine Frage, ne? Ich bin nicht wie andere YouTuber. Ich hab ein bisschen so... Ich bin, du bist nicht so einer, ne? Ich bin nicht so einer, genau. Guckst du dir gerade Postkarten an? Warum nicht? Ist doch so schlimm. Ja, aber so ein Typ wie du verschickt doch keine Postkarten. Warum nicht? Was ist denn, was bin ich da für ein Typ? Ja, aber... Ja, du... Guck mal, wie schön die ist. Wie viel... Was heißt ein Fuckboy für dich? Wie viele Mädchen hast du denn? Keine Ahnung. Kann ich nicht sehen. Was ist, wenn er jetzt hier vorbeiläuft und einfach ganz normal kurz guckt? Andere Mädchen anguckt? Ja. Nein, darf er nicht. Ja, aber er muss doch irgendwie vorbeilaufen, dass er die nicht anrennt. Ja, so auf den Boden gucken. Was? Ja, ist doch so. Warum? Er so, weil er hat doch mich und warum soll er andere Weiber angucken? Ja, aber Ali, jetzt mal im Ernst, ne? Ich mache ja viel Comedy, aber das ist jetzt nicht, du machst doch Spaß. Was ist daran so schlimm, wenn man sich Postkarten anguckt, Dicker, ja? Ja, aber an wen? Hast du noch nie eine Postkarte verschickt? Noch nie. Noch nie in deinem Leben? Nein. Ja, keine Ahnung. Ja, aber an wen verschickst du deine Postkarten bitte? Freunde, gute Freunde. Du, willst doch nicht, du gehst doch nicht zur Post und füllst die aus und schreibst eine Karte. Doch. Was schreibst du denn da rein? Liebe Grüße, wie geht's dir? Irgendwie sowas. Das ist eine Freude. Guck mal. Nein. Schick doch mal jemanden, den du magst, eine Postkarte. Mit wie vielen Frauen schreibst du am Tag? Ungefähr... So 50, ungefähr. 50? Ja, ich weiß, du glaubst mir nicht. Mit 50 Frauen? Ja. Darf er Facebook haben, Instagram? Ja. Darf er Mädchen folgen? Ich kenne ja. Also Freundschaft zwischen Mann und Frau ist okay? Ja. Aber er darf keinen anderen Fremden angucken? Nein. Was machst du dann? Tot. Dann ist er tot. Ich sag's mal ganz offen, eine Postkarte verschicken, ist das das Normalste der Welt? So an die Oma, Weihnachtsgrüße, aber nicht du, Ali. Also darf ich nicht mehr machen, oder? Wenn, ich verstehe das nicht, Digga. Das ist genauso wie, als ob du mir sagen würdest, so, wenn ich jetzt einkaufen gehen würde, wir gehen doch nicht einkaufen. Bei uns gehen nur die Frauen einkaufen. Also gehen bei euch nicht die Frauen einkaufen? Oder? Nicht nur die Frauen, wir gehen alle einkaufen. Wer trägt die Tüten? Der einkaufen geht. Okay, wie heißt du nochmal? Loi. Okay, also Frau... Muss nur für den einen Mann da sein, ja. Und du darfst aber gucken. Ja, dieser muss bleiben vor mich, wenn ich mich da verheiratet, ja. Und du? Ich bin ein Mann. Zwei oder drei Mädchen, ja, ist gut. Zwei oder drei Mädchen ist gut. Ja. Stimmt das? Ja. Hast du schon mal das mitbekommen? Ja. Was hat die da gemacht? Sie hat ihn fertig gemacht. Wie? Beleidigt und so. Was hat die gesagt, Beleidigung? Alles, was es gibt. Darf man beleidigen? Nein, aber er ist hinter ihr Rücken mit Mädchen und so rausgegangen. Was ist sie? Er ist hinter ihr Rücken mit Mädchen und so rausgegangen.
Ah, er ist heimlich mit einem Mädchen raus. Ja. Esra, bist du eifersüchtig? Ich war eifersüchtig, aber nicht mehr. Wie kann man das ablegen? Na, indem man einfach sich anfängt, selber zu lieben und zu sagen, ich brauche das gar nicht mehr. Karten verschicken. Ja, aber Postkarten ist schon ein bisschen übertrieben. Ich verstehe nicht, was daran so witzig sein soll. Ich meine das wirklich ernst. Wenn jetzt, guck mal, wenn andere Leute, die ich kenne, Postkarten verschicken, ist das so normalste der Welt, aber nicht du? Ich finde das voll schön, wenn man, kann ich jedem empfehlen, Leute, wenn jemand lieb habt, schickt Postkarten, ist schön. Hört nicht auf so einen hier, der einen auf Dings macht, schickt SMS und so. Macht nicht so. Macht Postkarte, schreibt was Schönes drauf. Ist doch schön, ist voll süß. Sehr gut. Wie viele Mädchen hat er? Oh, jeden Tag. Jeden Tag neue Mädchen. Jeden Tag. Tag. Ja. Aber der hat doch Freundin. Wie heißt du nochmal? Loi. Okay. Wie heißt du nochmal? Loi. Sehen die Frauen gut aus? Ja. Wie viele Frauen hattest du bis jetzt? Keine Ahnung. Ungefähr? Keine Ahnung. Ungefähr? Keine Ahnung. Bist du eifersüchtig, wenn du jemanden kennenlernst? Darf der weibliche Freunde haben? So, ja. Da bin ich entspannt. Ich bin entspannt dabei. Kannst du uns eine Situation erzählen, wo man merkt, dass du gar nicht eifersüchtig warst? Ich verspreche dir, ich werde auch eine Postkarte schreiben. Mach das. Aber an wen? An wen schickt man denn so Postkarten? Hast du einen guten Freund, der jetzt woanders lebt gerade? Den du wirklich sehr magst, hast keinen. Ex-Freundin oder so? Okay, Ex-Freundin sollte man keine Postkarte schicken, aber... Oder eine gute Freundin? Nee. Dicker, dann hast du Pech gehabt, dann kannst du keine Postkarte schicken. Also, keine Ahnung, dass ich neben meinem Ex-Freund wohne, ja. Keine Ahnung. Was? Ja, also wir wohnen nebeneinander und es hat lange gedauert, aber wir sind mittlerweile cool miteinander. Und wir waren lange zusammen. Du wohnst neben deinem Ex-Freund? Ja. Also deswegen ist es auch auf jeden Fall. Wie heißt dein Freund, dieser mit Locken? Loi, glaube ich. Heißt du Loi, doch? Loi? Komm mal schnell. Wie heißt du nochmal? Loi. Okay. Kannst du nicht lachen? Warte. Bist du Türkin? Ja. Okay. Gibt es bei euch noch so dieses, ja, du musst den heiraten? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Nein. Also du kannst jeden heiraten, wenn du willst? Naja, ja, also meine Eltern würden natürlich... Moslem oder einen Türken natürlich bevorzugen, aber letztendlich soll er mich... Er kommt jetzt aus Sri Lanka. Ja, es wird ein bisschen schwierig, aber meine Eltern glaube ich, dass sie das irgendwann akzeptieren würden und sagen würden, okay, wenn er sie glücklich macht, wie so... Warum lachst du denn? Sind Leute aus Sri Lanka nicht... Nein, ich habe nichts gegen Ach so. Leute aus Sri Lanka. Nur ist es etwas unwahrscheinlich. Was schreibst du? Guck, mit Frau schreibe ich nicht. Die schreiben zu mir. Ich schreibe nicht, die schreiben. Ach so, du schreibst gar keine Frauen an? Nein, die schreiben. Ich frage euch jetzt, aber seid ehrlich. Ja. Stell dir vor, der Junge ist sehr, sehr hässlich. Dann würde ich ihn nicht nehmen. Sagen wir mal, der Junge ist sehr hässlich, ja, der Arme. Aber er hat ein gutes Herz, einen guten Charakter, ist treu, aber er sieht nicht so aus, wie du es dir wünschst. Würdest du mit ihm was anfangen? Nein. Nein? Nein. Weil Mädchen, die sagen, dass sie auch nur auf Charakter achten, stimmt nicht. Stimmt nicht, weil die würden nicht mit einem fetten Jungen rausgehen, der zum Beispiel eine Brille oder so hat, keine Ahnung. Tür an Tür? Tür an Tür, also so eine Tür dazwischen. Das heißt, wenn du mal Zucker brauchst, gehst du zu deinem Ex-Freund? Nein, das ist ja mein Ex-Freund. Ist ja mein Ex-Freund. Aber was ist es jetzt, wenn er mit einer neuen Frau jetzt nach Hause... Genau, ist er zum Beispiel so. Also er hat jetzt eine neue Freundin. Und so. Und sie weiß, dass du nebendran wohnst? Ja, genau. Also sie weiß, dass ich nebendran wohne. Stellt euch mal vor, ihr müsstet neben euren Ex-Freund oder Ex-Freundin wohnen. Wie würdet ihr euch fühlen? 10 Jahre zusammen wart. 10 Jahre? Mhm. Und ihr seid Nachbarn? Ja, geil, oder? Ja, das ist dein Ernst. Guck mal, du hast mein Ernst. Öffne deinen Kopf. Wir hören jetzt hier auf. Ich will Ali nicht stören, seine Postkarten weiter auszusuchen. Guck mal. Ich verschicke gerne Postkarten an Leuten, die ich mag. Ist doch nicht schlimm. Ja, aber man hat doch ein anderes Bild über dich, Ali. Was denn? Dass ich so mit Knarre herumlaufe? Ja. Ich bin doch kein Gangster-Rapper. Ja, aber man denkt so, ach, guck mal, Ali, wenn, der ist ja Medien, Bild, Stern-TV. Der sucht doch keine Postkarten aus. Stern-TV habe ich nichts mit zu tun. Bild, Zeitung auch nicht. Ich
Mach Postkarten, Digga. Ich bin ein Postkartenmensch. Das ist auf jeden Fall Potenzial für richtig Beef. Weil wenn man sich krass gut kennt und man manchmal hört, ne, wenn jemand anders... Hattest du da euer Song gehört? So. Hat er euer Song gehört? Oder euer Film, den ihr so jahrelang geguckt habt? Ich hab so an der Tür gelauscht und dachte so, Bastard, er ist mit einer anderen und hört das gleich. Das ist alles möglich. Zieht bei euren Ex-Freunden eben dran ein und macht ihnen das Leben zur Hölle. Ach Quatsch, das sagst du. Würdest du einen Menschen, der nicht gut aussieht in deinen Augen, aber ein wunderschönes Herz hat, einen wunderschönen Charakter, der sagt, ich würde gerne mit dir eine Beziehung anfangen, mit Liebe, Treue und Respekt. Ja, Aussehen kann man ändern, also falls er so hässlich ist, dann... Ja, aber er ist sehr übergewichtig? Nein, einfach. Aber er hat ein gutes Herz? Nein, ich kann auch einen schönen Jungen zu einem guten Jungen machen, also mit Charakter und Herz. Aber der schöne Junge ist voll das Arschloch. Arschloch, ja, Fuckboy. Ist ein Fuckboy? Ja. Und du würdest den eher nehmen als den, der Junge, der dir nicht so gefällt? Ja, warum soll ich denn mit einem fetten Jungen zusammen sein, der mir nicht gefällt? Ja, aber er hat ein gutes Herz, einen guten Charakter. Ja, aber das weiß doch niemand. Ich weiß, ich nehme deine Zeit. Weil du wolltest ja eigentlich eine schöne Postkarte aussuchen, ja? Und zu Kaufland. Und zu Kaufland. Ein Fuckboy geht, der hübsch aussieht. Weil den willst du ändern. Ja, ich will lieber mit einem hübschen Jungen rumlaufen. Vielleicht ändert er sich für mich. Es gibt doch so welche. Ali hat mein Bild von Berlin geändert. Weil wirklich, du hast es geändert. Dankeschön. Alles Gute. Mach weiter so. Danke. Super. Kann ich jetzt weitermachen? Servus Leute, was geht? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich fahre einfach die Rolltreppe hoch, ohne Sinn. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache, weil er das sagt. Aber like das Video, teilt das Video. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr natürlich nur wollt, ich fahre einfach in die Rolltreppe hoch, ohne Sinn. Also like das Video, teilt. Wenn ihr wollt, natürlich abonniert die Glocke. Sehr, sehr wichtig, sonst kriegt ihr keine Benachrichtigung. Mein Name ist Cheyenne Garcia. Und wir sehen uns zum nächsten Straßenvideo. Dankeschön, Berlin. Und ich gehe jetzt ab nach Frankfurt in den Flieger. Eva.